Unser Klimakoch im Zell e.V. begrüßt Sie herzlich zur virtuellen Führung durch eines der Vorzeige-Nahwärmeprojekte im Hunsrück hier in der Ortsgemeinde Ellern. Ergänzend zur Broschüre Dorfwärme in Kochenzeller Energiedörfern möchten wir Ihnen zeigen, wie ein solches Projekt auch bei Ihnen vor Ort aussehen könnte. Wir nehmen Sie heute mit auf dem Weg von der Wärmeerzeugung in der Heizzentrale bis hin zur Wärmenutzung im Wohngebäude. Herr Schäfer, Sie haben schon zahlreiche Nahwärmeprojekte mit Kommunen geplant und auch umgesetzt. Können Sie uns den Begriff der Dorfwärme kurz erläutern? Ja, die Dorfwärme hat eigentlich zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist die Wärme für das Dorf und die zweite Bedeutung, die eigentlich wichtigere, ist die Wärme des Dorfes. Die Wärme des Dorfes bedeutet, dass sich für eine solche Dorfwärme ja viele zusammenschließen, hier in Ellern 110, die dann gemeinsam versuchen, ihre komplette Wärmeversorgung auf regenerative Energien umzustellen. Und die Dorfwärme für das Dorf, das ist eigentlich nur das technische Konzept. Das ist das, was man üblicherweise unter Nahwärme versteht. Man hat also eine Heizzentrale, ja, die für eben 110 Keller, für 110 Häuser die Wärme bereitstellen und das halt eben komplett regenerativ. Herr Demken, Sie sind der Ortsbürgermeister hier in der Ortsgemeinde Ellern. Vielleicht können Sie uns kurz beschreiben, wie lief der Prozess? Wie lange hat es gedauert von den ersten Informationen an die Bürger bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme der Anlage? Ja, in das Dorf getragen wurde der Gedanke der Nahwärme im Jahr 2013. Und im Jahr 2014 bin ich dann dazugekommen als neu gewählter Bürgermeister. Für mich war das Thema relativ neu, weil ich mich vorher gar nicht damit befasst habe. Ich musste mich dann relativ schnell dort einarbeiten und ja, dann ging es halt los. Dann galt es, geeignete Standorte zu finden oder einen geeigneten Standort zu finden. Es ging darum, eine Organisationsform zu finden und dann sind wir in die Umsetzung gegangen. Und Sie sehen, jetzt schreiben wir das Jahr 2019. Im September 2018 sind dann die ersten mit Wärme versorgt worden. Können Sie es überhaupt noch zählen, wie viele Veranstaltungen, wie viele Bürgerversammlungen nötig waren, wie viele Ratssitzungen, bis das es dann tatsächlich soweit war? Es waren schon einige Sitzungen und es waren einige Versammlungen. Es galt ja, oder es ging darum, den Bürger zu überzeugen von dieser Idee Nahwärme, weil es ja eine ganz andere Form ist, wie sie es bisher gewohnt haben. Also gewohnt waren. Jeder hatte seine Heizung irgendwo im Keller stehen und jetzt auf einmal haben sie sich in eine gewisse Abhängigkeit begeben. Aber ich muss natürlich sagen, diese Termine musste ich ja nicht alleine stemmen. Da hatte ich also wirklich dann Partner an meiner Seite, die uns beraten haben. Und auf jeden Fall hatte ich auch Leute, die mit mir das Ganze weitergetragen haben, diesen Gedanke Nahwärme ins Dorf getragen haben. Das war unser Arbeitskreis. Und wenn das auf vielen Schultern verteilt ist, dann funktioniert es schon. Also ich höre aus Ihrer Antwort, dass Sie immer noch positiv gestimmt sind und zufrieden sind mit dem Prozess, so wie es gelaufen ist. Gibt es diesen Arbeitskreis noch? Ist der noch so zusammen oder wie gibt es den jetzt? Den Arbeitskreis an sich gibt es schon noch, nominell, aber die Arbeit ruht zurzeit. Wir müssen gucken, wenn es denn neue Projekte gibt oder wenn also hier erweitert werden wird oder sich irgendwas tut, dann wird man da natürlich wieder darauf zurückgreifen. Wir sehen ja unmittelbar an der Anlage eine große, sehr beeindruckende Solarfläche. Herr Schäfer, ist das selbstverständlich für eine Heizzentrale, dass da so eine Fläche dabei ist? Bei dem Wetter wird da ja einiges los sein. Ja, selbstverständlich ist es nicht. Also das ist derzeit die zweitgrößte in Rheinland-Pfalz, die wir hier haben. Die größte, die steht auch ein paar Kilometer nur von hier in Neuerkirch-Kölz. Diese Anlage hat 1200 Quadratmeter. Ja, und jetzt haben wir so knapp unter 10 Grad Außentemperatur und die Sonne scheint, gell? Und die Solaranlage mit 1200 Quadratmetern heizt derzeit das ganze Dorf. Also im Moment brauchen wir kein Holz, der Schornstein und der Kessel sind aus, gell? Und die Solaranlage macht's. Herr Demken, war es für Sie direkt klar, natürlich kommt eine Solarfläche mit an unsere Heizzentrale? Es war relativ schnell klar, ja. Als die erste Diskussion dazu aufkam, hat sich der Rat auch sehr schnell dazu entschieden, das so umzusetzen, weil wir auch dieses Beispiel Neuerkirch hatten, die über weite Strecken des Jahres mit dieser Solarthermie das Heizwerk betreiben.
Und ja, im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, dass ich froh bin, dass wir diesen Beschluss gefasst haben. Und wie der Herr Schäfer das gerade geschildert hat, an so einem Tag wie heute, die Sonne scheint und wir heizen nur mit der Sonne. Und die Sonne schickt Ihnen keine Rechnung. Genau. Während des Prozesses haben die Bürger mit Sicherheit zahlreiche Sorgen geäußert zu diesem Projekt. Beispielsweise, welche Geruchsbelästigung oder welche Lärmbelästigung kommt durch eine solche Heizzentrale oder wie viele LKWs tatsächlich hier ständig an- und abreisen, um die Holzhackschnitzel abzuladen. Wie konnten Sie diese Ängste und Sorgen zerstreuen? Ja, wir haben die Bürger mit eingebunden. Also wie Sie ja leider jetzt nicht sehen können, haben wir in unmittelbarer Nähe ein Baugebiet. Und da waren natürlich sofort Bedenken dieser Anwohner, die gesagt haben, also da haben wir Lärm zu ertragen, das Solarthermiefeld wird spiegeln. Und wir sind halt dann in den Dialog mit den Bürgern gegangen und haben versucht, einen Konsens zu finden. Wobei die Experten halt von Anfang an gesagt haben, dass lärmmäßig da nichts zu erwarten ist. Und das kann ich nur bestätigen. Ich wohne ein paar Meter weg von hier. Also wenn irgendjemand Lärm mitbekäme, dann ich aus erster Hand. Und da ist also Lärm gar nichts. Und auch von den Emissionen, an sonstigen Emissionen kamen jetzt auch Rückmeldungen der Bürger hier aus dem Baugebiet, die gesagt haben, also vom Qualm oder so gibt es keinerlei Belästigung. Wie viele LKW fahren hier tatsächlich vor? Wie oft muss das Werk beschickt werden mit Holzhackschnitzeln? In der Regel kommt der LKW zweimal die Woche. Mhm. Und also so ein Doppelzug, der dann direkt in den Bunker ablädt. Und das ist Sommer wie Winter identisch? Ja, so in der ganz Kältephase weiß ich nicht, ob vielleicht einer zusätzlich kam, aber in der Regel kann man mit diesen zwei LKWs in der Woche rechnen. Und ich konnte mich tatsächlich hier überzeugen, wenn wir zwei ganz leise sind. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Wir befinden uns jetzt im Inneren der Heizzentrale. Hier wird die Wärme hergestellt. Herr Schäfer, können Sie uns die wichtigsten Komponenten dieser Anlage erklären? Ja, selbstverständlich. Also, wir fangen hier an. Hier kommen die Hackschnitzel aus dem Keller über einen Kratzkettenförderer, das ist praktisch ein Förderband, nach oben und fallen hier runter. Sie fallen runter, damit es nicht zurückbrennen kann und werden hier über eine Transportschnecke in den Kessel geführt. Das ist der Holzhackschnitzelkessel und in diesem Kessel werden sie verbrannt und oben drüber ist dann der eigentliche Wärmetauscher, der aus dem heißen Abgas die Wärme entzieht und an das Nahwärmenetz abgibt. Ja, nachdem das Rauchgas, das heiße Rauchgas, seine Wärme an das Wasser, was ins Netz kommt, abgegeben hat, wird dann das Rauchgas gereinigt. In der ersten Stufe hier in diesem Kessel drin über einen sogenannten Multizyklon. Da werden schon über 98% aller Stäube rausgenommen. Und dann aber in der zweiten Stufe über einen sogenannten Elektrofilter, der silberne Klotz, der da hinten steht. Und der nimmt uns dann praktisch fast alles wieder raus, was noch an Feinstäuben da ist. Wir haben also dann noch eine Staubmenge im Abgas, die deutlich unter 20 Milligramm pro Normkubikmeter liegt. Gell? Wenn man sich mal überlegt, dass ein Einfamilienhaus, ein Holzofen im Einfamilienhaus so 150 bis 300 Milligramm pro Normkubikmeter nur für den Kamin emittiert, dann sind wir hier natürlich deutlich besser, als das in jedem Einfamilienhaus möglich wäre. Jetzt haben wir gehört, wie es richtig laufen soll, wie so eine Anlage richtig funktioniert. Aber was ist, wenn die Anlage tatsächlich ausfällt? Sitzen die Bewohner in Ellern dann kalt? Nein, in aller Regel natürlich nicht. Wenn die Holzfeuerungsanlage ausfällt, haben wir nochmal eine Redundanz, also einen Ersatzkessel. Dafür haben wir einen Ölkessel hier drin stehen, der eigentlich
nur dasteht, um für den Fall, dass tatsächlich an der Holzfeuerungsanlage irgendeine Störung auftritt, dass der dann einspringen kann. Wie gelangt die Wärme denn jetzt aus der Heizzentrale in die einzelnen Häuser, in die Gemeinde? Ja, hier oben mit den dicken Rohren kommen wir jetzt aus dem Pufferspeicher wieder raus. Gell? Und diese beiden Pumpen, die Sie da oben sehen, die pumpen das jetzt über dieses dicke Rohr, da sind zwei Einzelrohre drin, in das ganze Dorf. Also von hier aus sind wir praktisch mit jeder Wärmeübergabestation in jedem Haus in Ellern verbunden. Wir sehen hier unmittelbar vor der Heizanlage diesen riesen Pufferspeicher. Da ist die Wärme wohl drin für die vielen Haushalte in Ellern. Genau, also dieser Pufferspeicher hat ein Volumen von insgesamt 105.000 Litern, ja, ist also schon ein bisschen Wasser drin. Ja. Und insgesamt speichern wir in diesem Pufferspeicher im Sommer über die komplette Solarwärme, aber im Winter hat er auch eine wichtige Funktion, indem er nämlich die Wärme aus den Holzkesseln nachts aufnimmt und dann morgens, wenn alle ihre Heizungen anmachen, dann diesen größeren Wärmebedarf zu decken. Ja. Und insofern spielt dieser Pufferspeicher eine ziemlich zentrale Rolle bei der Optimierung der Wärmeerzeugung und bei der Minimierung von Spitzenlast, die wir dazu brauchen. Und die Solaranlage hat jetzt welche Auswirkungen? Also die Solaranlage macht im Sommer über in erster Näherung die komplette Wärmeversorgung, übernimmt sie also komplett. Und im Durchschnitt über das ganze Jahr sind das immer noch mindestens 20% der gesamten benötigten Wärmemenge. Und 80% davon macht dann der Holzkessel. Rein rechnerisch kommen noch 2% Öl dazu. Aber erfahrungsgemäß kriegen die Betreiber dieser Anlage diese 2% auch noch mit regenerativen Energien weggedrückt. Wir befinden uns nun hier in einem Wohngebäude. Hier wird die produzierte Wärme auch tatsächlich abgenommen. Der alte Ölkessel ist gewichen. Eine zierliche Wärmeübergabestation wurde installiert. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, Herr Schäfer, wie eine solche denn funktioniert. Ja, wie der Name schon sagt, übergibt diese Wärmeübergabestation die Wärme aus der Heizzentrale, die über das Nahwärmenetz hier reintransportiert wird, an den Benutzer, also an das Netz, an die Heizkörper, die im Haus hier verteilt sind. Hier über diese beiden Leitungen kommt die Wärme aus dem Pufferspeicher hier an und wird hier getrennt über einen Wärmetauscher und hier wird die Wärme wieder in das Netz reingespeist. Und auf der unteren Seite wird praktisch die Warmwasserbereitung gemacht, damit die Leute duschen können. Außerdem kann diese Wärmeübergabestation die komplette Regelung machen. Also alles das, was eine normale Heizungsregelung auch kann, kann diese Wärmeübergabestation auch. Also sowas wie witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, wie Zeitprogramme, wie Ferienprogramme, wie Partyschaltung, das kann das Ding alles auch. Und es wird hier die Wärmemenge über einen Wärmemengenzähler geeicht gemessen. Das heißt also, alle Verluste, die im Nahwärmenetz und sowas auftauchen, werden nicht gemessen. Und der Kunde bezahlt genau das, was hier in diesem Haus an dieser Stelle ankommt. Also ein tatsächlicher Vorteil, erstmal der Platzgewinn und auch die einfache Technik. Die einfache Technik, außerdem vollkommen wartungsunabhängig für den Kunden, weil diese Wärmeübergabestation gehört zur Dörfwärme. Also wenn daran was zu reparieren ist, macht das der Nahwärmebetreiber, der Dorfwärmebetreiber. Und der Kunde muss sich darum nicht kümmern. Und vom Platz her ist es natürlich gewaltig, was er an Platz spart, weil hier hat vorher ein Ölkessel gestanden. Dann hat der Ölkessel einen Tankraum gebraucht und dieser Tankraum ist jetzt frei geworden. Und es ist auch kein Kamin mehr notwendig. Es wird also kein Kaminfeger mehr gebraucht, kein Schornsteinfeger mehr gebraucht. Also alle diese Vorteile sind ebenfalls da. Was noch ein wichtiger Vorteil ist, der Ölkessel hatte ja einen Ölbrenner drauf, der einen relativ hohen Stromverbrauch hatte, also durchaus Größenordnung zwischen 200 und 500 Euro, je nachdem wie groß das Ding war, pro Jahr. Und auch das fällt weg. Ja? Also auch diese Wärmeübergabestation ist im Strombereich deutlich günstiger als ein Ölkessel. Wir haben nun den Weg verfolgt, von der Wärmeproduktion bis zur Wärmeabnahme. Herr Schäfer, was möchten Sie denn vielleicht all den Anschlusswilligen oder den Bedenkenträgern noch mit auf den Weg geben? Ja, die Dorfwärme ist ein
Weg, wie jeder Einzelne ohne großen Aufwand und ohne große eigene Investitionen zu einer praktisch 100% regenerativen Wärmeversorgung kommen kann, was in jedem anderen Fall deutlich schwieriger und deutlich teurer werden würde. Die Dorfwärme ist ein Gemeinschaftsprojekt, ja, wo und je mehr da mitmachen, desto mehr kann jeder vom anderen profitieren. Ja. Das ist nun mal ein Gesetz. Ja. Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, kann keiner vom anderen profitieren. Und nur wenn viele mitmachen, können viele von allen profitieren. Und jeder Einzelne hat natürlich auch eine Menge davon. Er hat zum Beispiel jetzt nicht mehr die Sorge, dass er eine neue Heizung braucht. Jetzt nicht, in 10 Jahren, in 15 Jahren oder in 20 Jahren nicht mehr. Er braucht nie wieder eine neue Heizung. Und genauso wenig braucht er Angst zu haben, dass er eine große Reparatur an seiner Heizung hat. Auch die kommt nicht mehr, weil das in dem Dorfwärmeprojekt drin ist. Er hat eine deutliche Entlastung oder eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit von hohen Kostensteigerungen, weil Holz wird hier in dieser Gegend produziert und ist nicht abhängig davon, ob zum Beispiel jetzt ein Iran-Abkommen oder sowas gecancelt wird und das auf den Ölpreis Einfluss hat. Das wird also deutlich lokaler bestimmt und insgesamt hat er natürlich eine deutlich bessere CO2-Bilanz. Ja, wenn man überlegt, dass ein Einfamilienhaus ein durchschnittliches etwa 6 Tonnen CO2 pro Jahr in die Atmosphäre emittiert, dann ist das so viel, wie ein Bürger aus Bangladesch das ganze Jahr über überhaupt emittieren kann. Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Demken, ganz herzlichen Dank, dass wir hier einen Blick in Ihre Gemeinde Ellern werfen durften und ganz besonders in die Wärmeproduktion hier bei Ihnen. Was möchten Sie anderen noch mit auf den Weg geben? Was gab es für positive Nebenaspekte vielleicht noch? Ja, dass man die Nahwärme nicht nur alleine betrachten soll, sondern dass es also viele Folgesynergien gibt, die man nutzen kann. Also während der Bauarbeiten für die Nahwärme haben wir natürlich auch dann die Straßenbeleuchtung, das Leitungsnetz für die Straßenbeleuchtung erneuert. Wir sind dabei, jetzt die Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen. Wir konnten die Bürgersteige dort, wo die Leitungen geführt wurden für die Nahwärme, komplett erneuern. Und das sind schon viele Dinge, die man da tun kann. Vielen Dank Ihnen beiden. Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Video ermutigen konnten, diese einmalige Chance zu nutzen und das Nahwärmeprojekt auch in Ihrer Kommune zum Erfolg zu machen. Für eine zukunftsfähige Energieversorgung, schnelles Internet und aufgewertete Immobilien für Sie und die nächste Generation in Ihrer Heimat. Weitere Informationen finden Sie online unter www.dorfwärme-kochum-zell.de. Dort stehen Ihnen eine umfangreiche Informationsbroschüre sowie eine Übersicht über alle Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Machen Sie mit! Machen Sie Ihre Wärme selbst!